entscheidet der Mensch? Wie entscheiden Manager? Was können Manager vom Spitzensport lernen? Von Rennfahrern. Ich habe nochmal nachgedacht über Business Intelligence. Da kommt es uns auf ein Sehen, Verstehen, Handeln an. Und um das Sehen besser zu verstehen, um daraus Ansätze für besseres Business Intelligence zu gewinnen, haben wir uns überlegt, wo haben wir eine Referenz, wo richtiges Sehen, richtiges Verstehen und richtiges Handeln spiegelt. Ein sehr extremer Fall des Sehens ist auch der Rennsport und im Rennsport wiederum die Nordschleife, die schwierigste und gefährlichste Rennstrecke der Welt. Eine Legende auf dieser Strecke ist der Hans-Joachim Stuck. Der kennt die wie seine Westentasche und den wollten wir beobachten mit Hilfe von Eye-Tracking. Mit der Idee, wenn er schnell ist, wenn er eine gute Rundenzeit fährt, ist klar, er hat die Strecke so gesehen, so verstanden, wie es sein muss, um richtig zu handeln, mit anderen Worten, richtig zu lenken. Und wir wussten, wir werden nicht viel Zeit haben, also haben wir das entsprechend vorbereitet. Sind 2 Wochen eher mit dem Markus Gedlich und seiner Truppe dort gewesen in einem Porsche GT4. Und haben alles ausprobiert, haben gemerkt, worin die Schwierigkeiten liegen werden. Vor allen Dingen in der Kalibrierung. Das ist eine Brille, eine Neuentwicklung vom Hersteller Tobi, die der Fahrer unter einem Jethelm immerhin tragen kann und die dann sowohl die Blickbewegungen des Fahrers als auch das, was er zur selben Zeit auf der Strecke sieht, aufzeichnet. Und wir wussten, wir werden am Renntag, wenn wir vielleicht eine Minute, vielleicht 2 Zeit haben. Na gut, das war spannend bis zum Schluss, hat aber dann funktioniert. Stucki, Spitzenleistungen im Sport, meine ich, hängen ab von Spitzenleistungen im Sehen. Das Sehen ist viel komplizierter, viel beschränkter, als wir uns das vorstellen können. Das sogenannte foveale Sehen, wo wir also wirklich scharf und bunt was wahrnehmen, das ist nur in einem ganz kleinen Ausschnitt, der ist daumennagelgroß. Das ist vollkommen richtig, das sehe ich scharf, das Umfeld sehe ich zwar auch, aber nicht scharf, gell? Ja. Das ist hochinteressant. Ja. Und ich bin mal gespannt, aber wir wissen ja, dass ja Kondition und Konzentration zusammenhängen, also körperliche Fitness. Ja. Und genauso muss das Sehen auch nicht zusammenhängen. Ja. Also wenn man da kann man sicher eine Menge antrainieren, könnte ich mir vorstellen. Beim schnellen Autofahren ist dieser Blickverlauf so wichtig. Und jetzt wollen wir heute auf die Nordschleife gehen in deinem Rennauto und schauen, wie schaust du und das vergleichen mit dem Blickverlauf, den wir mit mir vor der Woche aufgezeigt haben. Da finde ich super interessant. Ich bin mir jetzt unheimlich gespannt, wie da mein Auge da funktioniert. Ja. Gerade auf der Nordschleife, ob man da viel intuitiv macht oder ob man auch seine Fixpunkte hat. Oder wenn da mal ein Auto ist, was man ausbremsen will. Ja. Also ich bin unheimlich gespannt. Ich freue mich da echt drauf. Super, nicht mehr. Wie kann ein Mensch schneller lenken, als die meisten anderen Menschen denken können? Bei Bisanz stellen wir solche Fragen, um zu lernen, wie wir auch im Business schneller und besser entscheiden können. Dazu sind wir an die Nordschleife des Nürburgrings gegangen, der gefährlichsten Rennstrecke der Welt. Mit einem der besten Rennfahrer aller Zeiten, Hans-Joachim Stuck. Der Film zeigt, welche Ausschnitte es sind, aus denen unsere Wahrnehmung die Welt konstruiert. 20.000 Aufnahmen wurden verarbeitet. Der weltweit erste Film aus dem Gehirn eines Rennfahrers. Der Film beweist, dass wir anders sehen, als es uns vorkommt. Für Unternehmen wichtig, die Blicktechnik, die Hans-Joachim Stuck schnell macht, ist der Schlüssel für besseres Entscheiden, auch im Management. Dort ebenso wie auf der Nordschleife kommt es darauf an, alles zu ignorieren, was auffällig, aber unwichtig ist, auch wenn das dem Auge schwerfällt. Für Business Intelligence heißt das, die richtige Gestaltung provoziert Blick- und Denkfolgen, die schnell und wirksam sind und uns richtig entscheiden lassen.